Wie würde ich Bewusstsein beschreiben? Eigentlich eine einfache Frage. Die einfachste Antwort, die ich geben kann, wäre, dass ich Bewusstsein als eines der originären Prinzipien dieses Universums sehe. Mit einem großen C wie Consciousness geschrieben, ist es das Prinzip, welches meine Erfahrungen leitet und kreiert durch diese Organisation. Als wir das Peer Lab gründeten, dachten wir zuerst, wir würden hauptsächlich technische Probleme untersuchen. Ob zum Beispiel Steuerelemente anfällig sind und Fehlfunktionen durch das Bewusstsein des menschlichen Bedieners entstehen. Als wir damals über Bewusstsein sprachen, hatten wir ein eher einfaches Konzept vom Bewusstsein. Aber als wir die Ergebnisse sahen und hörten, was die Erfahrungen von Menschen dazu waren, und als wir versuchten zu verstehen, was da passiert, merkten wir, dass wir etwas beobachteten, was sehr viel tiefgreifender war als nur meine eigenen Erkenntnisprozesse oder meine persönlichen Intentionen. Wenn Menschen über Resonanz, über das Gefühl der Verbundenheit sprachen, die sie bei den Experimenten spürten, wuchs die Aufmerksamkeit immer mehr. Ganz klar, die Versuche mit verschiedenen geschlechtlichen Paaren, wo die Paare ohnehin schon in Resonanz waren, schien mehr Resonanz hervorzurufen. Resonanz bedeutet einfach, auf der gleichen Wellenlänge zu sein. So wuchs das Projekt darüber hinaus. Und diese Verwirklichung, dass man auf der gleichen Wellenlänge ist und über Resonanz spricht, da ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, um über Liebe zu sprechen. Und wenn man über Liebe spricht, kann man über Liebe, großgeschrieben, ein universales Liebesprinzip sprechen. Dann merkt man, das ist etwas echt Großes. Dies ist nicht einfach eine pragmatische, technische Frage. Darum geht es. Wie schaffen wir unsere Realität? Welche Rolle spielt dabei unser Bewusstsein? Nicht unsere Gehirne, aber unser Bewusstsein, unsere Welt und Erfahrungsrealität zu gestalten. Viele Menschen interessieren sich für die Verbindung von Geist und Materie oder dem Geist über der Materie. Ich denke, es geht weniger um Geist über Materie. Oft wird dies von den Menschen als die schwierige Frage bezeichnet. Man spricht über das Körper-Geist-Problem. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass dort eigentlich kein Körper-Geist-Problem ist. Wenn man einen Geist ohne einen Körper hat, dann ist es ein Problem. Hat man dagegen einen Körper ohne Geist, dann ist es auch ein Problem. Wenn man einen Körper und einen Geist hat, die gut zusammenarbeiten, hat man Leben und kein Problem. Das ist fundamental. Unser Geist und unser Körper sind so miteinander verbunden, dass man sie nicht trennen kann. Und so wie unser Körper und unser Geist über unsere kleine Erfahrungswelt hinaus erweitert sind, zu anderen Menschen, zur Umwelt, kein Problem. Die Effekte bei den Experimenten scheinen sehr klein zu sein, aber sie wiederholen und verbinden sich. Und dann sieht man einen Effekt, den man auf dieser kleinen Ebene wohl nicht gesehen hätte. Lass uns Termiten als Beispiel nehmen. Nimm eine einzelne Termite und lege sie auf den Boden. Sie wird irgendwie ziellos herumlaufen. Nimmt man nun eine zweite dazu, werden beide ziellos herumlaufen. Ab und zu treffen sie sich und verbinden sich mit den kleinen Antennen. Und so bringt man nach und nach immer mehr Termiten zusammen. Ab einem bestimmten Punkt erreichen sie eine kritische Anzahl von Termiten und sie beginnen ein Nest zu bauen. Und als Kollektiv wissen sie genau, wie sie dies tun müssen. Sie müssen keine Architekturschule besuchen. Es ist schlummernd in ihnen, aber es benötigt diese Ebene der kollektiven Verbundenheit.
Ich denke, das trifft auch für alle von uns zu. Ich glaube, wir haben auch eine kollektive Ebene, aber die meisten von uns laufen genauso alleine herum wie in diesem Beispiel. Aber wenn wir ein anderes Lebewesen treffen und uns auch so verbinden, bauen wir diese Resonanzen auf. Wir nennen dies Freundschaft, Liebe und Beziehung. So wie dieses Beispiel wächst eine Beziehung zu einer Gemeinschaft. Da denke ich, gibt es plötzlich ein Wissen und eine Weisheit auf dieser Gemeinschaftsebene, ähnlich wie bei den Termiten, auf das wir als Individuum nur begrenzt Zugang haben. Wir haben da manchmal so Eingebungen, dass es dort noch mehr gibt. Aber ich glaube, wenn wir unser globales Bewusstsein entfalten, bewegen wir uns gleichzeitig in dieses größere Bewusstsein mit dem großgeschriebenen C wie Consciousness. Alles hat plötzlich seinen Platz, da dies das organisierende Prinzip dahinter ist. Und es kann jede mögliche Realität erschaffen, was auch immer es möchte. Ich habe zwar einen Wandel festgestellt, aber nicht unbedingt in der wissenschaftlichen Gemeinde. Es gibt immer noch einen starken Widerstand unter der Mainstream-Wissenschaft gegenüber diesen Bereichen. Es ist eine komische Frage und ich habe keine direkte Antwort. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt scheint die Mainstream-Wissenschaft sich bedroht zu fühlen durch derartige Arbeit, da es das Paradigma und die Realität herausfordert, auf denen ihre eigene Identität basiert. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit einem Physiker, der sagte, wenn alles stimmt, was du sagst, dann wird alles, was ich bisher gemacht habe, falsch sein. Und ich antwortete, nein, es wäre nur unvollständig. Und er erwiderte, nein, du verstehst das nicht, ich wäre falsch. Wo kam das nur her? Dies war ein sehr nervöser Physiker. Daher glaube ich, dass unsere heutige Wissenschaft mehr damit beschäftigt ist, die Struktur aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, durch das die wissenschaftliche Gemeinde überlebt, anstatt Wissenschaft zu betreiben, Neues zu lernen und unser Verständnis auszuweiten. Ich glaube, unsere Arbeit ist eine Herausforderung dafür. Es fängt damit an, dass wir behaupten, die Realität, die ihr beschreibt, ist nur ein Teil. Viele Wissenschaftler mögen es, etwas Absolutes zu haben. Sie möchten etwas sehr Vorhersehbares haben. Man macht A und B wird das Ergebnis sein. Und die Erforschung des Bewusstseins ist genau das Gegenteil, durchdrungen von Ungewissheit, Widersprüchen und Zufällen. Wenn man also damit nicht umgehen kann, mit ich weiß nicht oder ich hatte Unrecht, dann wird diese Art der Arbeit sehr unkomfortabel sein. Es gibt einen Teil in mir seit meiner Kindheit, der sich immer gewundert hat, warum bin ich hier? Gibt es hier irgendeinen Sinn? Ich war immer schon ein Allrounder. Ich war immer schon daran interessiert zu sehen, wie verschiedene Perspektiven zusammenkommen, um daraus ein größeres Bild zu zeichnen. Die Zusammenarbeit mit Robert Jahn. Robert war ein Spezialist. Er war jemand, der Zusammenhänge in aller Tiefe verstand. Er war sehr viel präziser mit seinem fokussierten Wissen. Da gab es etwas, was uns beide hat wachsen lassen als Resultat. Und hier auch wieder. Ich kann dies an einer früheren Unterhaltung festmachen, die wir hatten, wo er mich fragte, was in diesem Bereich eigentlich passiert, und ich versuchte, es zu erklären. Bewegte dabei wild meine Hände, ließ meinen Mund freien Lauf, und er hörte geduldig zu, nickte mit dem Kopf und sagte am Ende, das ist sehr interessant. Kennst du kovalente Verbindungen? Und ich sagte, nein, was ist eine kovalente Verbindung?
Und er begann zu erklären, wie zwei Einheiten zusammenkommen, dann ein Molekül formen und dann die Energie höher ist als die der einzelnen Atome. Und während wir diese Unterhaltung hatten, begann ich zu lachen und sagte, weißt du, ihr Physiker habt immer die Antwort, aber ihr wisst nicht, was die Frage ist. Ich weiß, was die Frage ist, suche aber die Antwort. Ich denke, unsere beiden Ansätze ergänzten sich so perfekt, dass wir beide wachsen konnten. Und durch unseren Dialog und Austausch entwickelt sich unser Programm, bei dem wir mit beiden unseren Perspektiven beobachten konnten. Und wir kamen zu dem Punkt, wo wir verstanden, dass, wenn eine Frage aufkam, wir diese auf unsere eigene Weise angehen konnten, aber am Ende fast unweigerlich zu der gleichen Antwort kamen. Ich denke, dies ist Teil unserer Aufmerksamkeit. Und natürlich waren die gesammelten Daten und die Nachweise bei den Experimenten sehr überzeugend. Man fängt mit einer Intuition oder einem Gefühl und ist sich nicht ganz sicher. Man vertraut einfach und dann sieht man dies unter kontrollierten Bedingungen. Hey, warte mal, ich bilde mir dies doch nicht ein. Und dies versichert mir über eigene Erfahrungen, die ich vielleicht hatte, die auch in gewisser Hinsicht außerhalb des Normalen waren. Und so bekam ich Vertrauen in meine eigene Intelligenz und meine Interpretation. Wenn man die wissenschaftliche Seite der Gleichung sieht, die die subjektive Erfahrung nur noch verstärkt. Eine Sache, die ich sehr notwendig finde, wenn wir uns weiterentwickeln und ein neues Paradigma oder ein neues Bild der Wirklichkeit zeichnen wollen, ist, dass wir das Alte nicht einfach wegschmeißen, sondern eher darauf aufbauen wollen. Ich denke, es wäre ein großer Fehler, die Wissenschaft abzulehnen. Lass uns lieber zur Spiritualität gehen. Das kann jetzt alles erklären. Sie kann genauso wenig wie Wissenschaft alles erklären. Es gibt das Verständnis in Einsteins Gleichungen, die zeigen, dass Masse und Energie austauschbar sind. Es gibt wissenschaftliche Beweise, dass es eine eigene integrierte Verbindung von Materie und Energie gibt. Aber nun sind wir in einer Welt der Information. Dies ist so etwas wie die dritte Währung der Wissenschaft. Aber Information hat Eigenschaften, die in Masse und Energie eventuell vorhanden sind, die wir aber noch nicht herausgefunden haben. Nämlich, dass Information sowohl einen subjektiven wie auch einen objektiven Aspekt beinhaltet. Ich kann Informationen nehmen und all diese Informationen digitalisieren. Zum Beispiel ein Musikstück. Das ist Information. Aber was bedeutet es? Erklärt es, was wir für Gefühle haben, wenn wir es anhören? Oder die Erfahrung, die man macht, wenn man sich Kunst anschaut? Das ist subjektiv. Und das ist genauso ein Teil des Bewusstseins, ein Teil der menschlichen Erfahrung wie die andere. Daher brauchen wir eine Balance. Wir brauchen einen ergänzenden Ansatz. Kein Dualismus, der sagt, entweder oder. Dies sind einfach nur zwei Wege, um die gleiche Sache zu beschreiben. Ein Beispiel, welches ich oft gab, ich nenne es mein Grapefruit-Paradigma. Wenn man eine Grapefruit halbiert und sich die beiden Hälften mit ihren Sternformen innen anschaut und man dann eine zweite aufschneidet, ja, so sieht eine Grapefruit aus. Und eines Tages schneidet man sie nun in die andere Richtung und man schaut sie nun wieder an. Oh, das ist eine andere Art von Grapefruit. Ich habe gerade eine neue Unterart von Grapefruit entdeckt. Und ich weiß jetzt, dass die Grapefruit mit der Sternform eine besondere genetische Dominanz besitzt und die rezessive
Und so kann ich einen schönen Artikel schreiben. Man würde dies wahrscheinlich im Nature Journal veröffentlichen. Und ich bin so vehement der Überzeugung, dass dies zwei verschiedene Arten von Grapefruit sind, dass mir die Frage gar nicht einfällt, dass es darauf ankommt, wie ich die Grapefruit aufschneide. Und das ist es, worauf es meiner Meinung nach bei Erfahrungen ankommt. Wir sind in unserem Bildungssystem, in unserer Kultur so trainiert, dass unsere Erfahrungen nur auf einer analytischen Ebene stattfinden. Wie nennt man etwas? Wie misst man etwas? Wie oft? Aber wir vergessen, dass all diese Werkzeuge nur Wege sind, die wir dafür entwickelt haben, um eine Erfahrung zu erklären und zu beschreiben, die wir subjektiv erlebt haben. Und da müssen wir wieder hinkommen. Wir müssen unsere Vorstellungskraft entwickeln und ermutigen. Wir müssen den Sinn fürs Staunen wiederbeleben. Die Fähigkeit für eine direkte Erfahrung und dann unsere Beschreibungssprache sind genau das. Es sind Beschreibungen. Jedes wissenschaftliche Modell ist daher keine direkte Beschreibung dieser physikalischen Welt. Es ist Beschreibung, wie Bewusstsein seine Erfahrung dieser physikalischen Welt beschreiben würde. So ist plötzlich das Bewusstsein auf einer viel dominanteren Ebene und die subjektiven und objektiven Seiten werden sehr viel komplementärer anstatt dualistisch. Und das Körper-Geist-Problem ist weg. Die Erfahrung des menschlichen Anwenders ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Wenn man aber eine technische Abhandlung schreibt, kann man zwar das Protokoll beschreiben, die Analytik, welche statistischen Parameter, welche Messmethoden, aber hierzu konnten wir eigentlich immer nur sagen, wir versucht, dass unsere menschlichen Anwender sich komfortabel fühlten oder wir sahen sie als Mitarbeiter. Es war nicht nur gerecht, es war ein wichtiger Aspekt von dem, was wir da taten. Denn wir dachten, dass die Arbeit, die wir dort am Lab machten, nicht nur war, einen menschlichen Anwender und ein Gerät zu beobachten. Es war ein Gesamtbild, das einfach jenen mit integrierte. Es beinhaltete alle Mitarbeiter, es beinhaltete die Umgebung, es beinhaltete das momentane geistige Bewusstsein. Da war es gut, wenn ich ihnen mitteilte, dass sie nicht unter metaphysischen Wahnvorstellungen leiden sollten. Denn oft lachten sie. Deshalb hatten wir dort Spiele. Wir boten ihnen Kekse an. Aber in erster Linie werteten wir ihre Meinungen. Sie waren Teil des Teams. Um ein Beispiel zu geben, warum dies wichtig ist. Wir hatten einen Kollegen in Kanada. Er war Physiker für Optik. Der dachte, es könnte interessant sein, ein Experiment durchzuführen, basierend auf dem Doppelspaltexperiment, welches ja ein bekanntes physikalisch-optisches Experiment ist. Wir sagten, klar, gerne. Wir sollten sogar für ein paar Förderungen für sein Programm. Er baute seine Geräte und machte seine Versuche und bekam keine Resultate. Er rief uns einige Monate später an und sagte, das funktioniert alles nicht. Ich bringe euch diese Apparaturen wieder. Ich brauche sie nicht mehr. Ich schmeiße sie sonst weg. Und wir antworteten, auf alle Fälle, bring sie zurück. Wir schauen sie uns an. Und er brachte sie zurück und zeigte, wie sie funktionierten. Ich fragte ihn, erklär uns, was du zu deinen Teilnehmern, einem Anwender, sagst. Und er begann mit dieser langen und langwierigen Rede über Optik. Meine Augen überschlugen sich in meinem Kopf. Ich hatte keine Ahnung, worüber er sprach. Er machte eine Pause und sagte plötzlich, da sind einige Leute, die behaupten, man könne das Ding irgendwie beeinflussen. Und da sagte ich zu mir, jetzt ist klar, warum du keine Ergebnisse bekommst. Du hast gerade eine Trennung, einen Unterschied zwischen dem Experimentator und dem Teilnehmer gemacht. Wir hätten das nie gemacht. Wir haben immer unseren Teilnehmern gesagt, weißt du, wir haben hier dieses neue Experiment. Ich weiß nicht viel darüber. Es geht um Licht, was da durch diesen Schlitz geht. Und grundsätzlich sollst du nur wollen, dass diese Säule hier hoch oder runter geht. Und wenn du mehr über den physikalischen Aufbau hier wissen möchtest, können dir einige der Mitarbeiter das besser erklären. Und sie sagten, nein, das ist okay. Wenn du nur von mir willst, dass diese Säule hier hoch und runter geht, das ist doch nett.
Bett. So machten wir einige Experimente und erhielten erstklassige Ergebnisse. Das hat natürlich unseren Physikerfreund sehr beleidigt, denn was dort passierte, war ganz offensichtlich die Frage nach der Natur der Verbindung. Unsere Teilnehmer waren unsere Freunde, unsere Kollegen. Wir respektierten sie. Ihre Meinungen wurden sehr ernst genommen. Seine Subjekte waren lediglich Subjekte. Ich, der Experimentator. Du, das Subjekt. Und dann gibt es ja noch einige von den Auffälligen. Es gab keine Möglichkeit, dass er so jemals gute Ergebnisse bekommen würde mit dieser Haltung. Diese Art der Dynamik und Beziehung war zentral. Und dies war der Grund, warum wir weitermachten. Diesen sogenannten Peer Tree. Diesen Pfirsichbaum zu entwickeln, der in Verbindung steht mit Menschen, die über die vielen Jahre mit unserer Arbeit verbunden sind und die gute Freunde geworden sind und immer Kollegen bleiben. Es ist sehr wertvoll für mich. Diese Gemeinschaft ist genauso wertvoll und wichtig wie die Daten, die wir angesammelt haben. In einigen Belangen sogar noch wichtiger. Wie wäre es wohl in 100 Jahren? Es kommt wohl darauf an, wie ich die Grapefruit aufschneide. Wenn ich sie auf eine Weise aufschneide, kann ich die Straßen runterschauen und sagen, wo wird das alles enden? Wir zerstören die Umwelt. Wir machen uns alle zu Maschinen und Robotern, weil wir Chips in uns installieren, werden nicht mehr kreativ und mit Vorstellungskraft denken können. Und das ist nur die Straße, die zur Ausrottung unserer Gattung beiträgt. Das ist die eine Scheibe der Grapefruit. Wenn ich sie in die andere Richtung aufschneide, kann ich sagen, im Augenblick erleben wir Desintegration unseres Systems, welches wir für mehrere hundert Jahre hatten. Aber wenn wir auf das Gesamtbild blicken, sehen wir, dass derartige Wandel permanent stattfinden. Und vielleicht ist es Zeit für dieses System auseinanderzufallen. Denn gleichzeitig gibt es Menschen und Organisationen, Gemeinschaften wie diese heute hier, die zusammenkommen, um etwas Neues und Größeres zu erschaffen. Ein Netzwerk schaffen und eine neue soziale Struktur. Es gibt ein großes Zitat von Friedrich Nietzsche. Und nur wo Gräber sind, gibt es Auferstehung. Wir sehen diese Yin- und Yang-Dynamik, die stattfindet. Ich denke und hoffe, dass es am Ende zu einer Balance kommen wird, wie es immer passiert ist. Und ein neuer Ansatz, ein neues kulturelles Paradigma, eine neue Menschheit wird daraus hervorgehen, die besser zusammenarbeiten können und gelernt haben, gemeinschaftlich zu sein, die gelernt haben, einander zu respektieren, anstatt sich gegenseitig zu hassen, die diese interdisziplinär und entropische Perspektive erkannt haben, die alle Wesen zusammenbringen in Zuneigung und Liebe, anstatt der Trennung, die Menschheit teilt. Es ist ein Zufallsprozess und ich kenne Zufallsprozesse. Man hat eine theoretische Wahrscheinlichkeit von 50-50. Das Beruhigende in all diesem ist, dass wir in unseren Experimenten gelernt haben, dass wenn man nur ein paar Bits von Tausenden ändert, kann es den Mittelwert einer Zufallsverteilung ändern. Das ist alles, was wir eventuell hoffen können. Ich glaube nicht, dass wir eine ganz neue Menschenspezies schaffen können, aber wir können den Mittelwert etwas verschieben. Wenn es dort nur ein paar mehr Menschen gibt, ein paar mehr Bewusstseine, die nach dem Prinzip der Anziehung statt Abstoßung arbeiten. Das ist meine optimistische Hälfte der Grapefruit.